Jo, meine Leute, heute das Ganze mal ohne sinnloses Intro. Wir wollen mal ein bisschen professioneller sein. Hallo und herzlich willkommen heute zu den Daily News. Ich habe eben das Intro aufgenommen und mir so gedacht, hey, jetzt nehme ich mal die Daily News auf. Da ist mir so, meine Stimme ist gerade so ein bisschen abgeschissen. Habe ich mir so gedacht, ja, fangen wir mal an, ne? Und dann so, oh, ich habe gar keine Themen rausgesucht. Das habe ich dann jetzt mal gemacht. Was habe ich denn heute für euch? Dreimal dürft ihr raten, was unter anderem dabei ist. Ich lasse euch kurz Zeit zum Nachdenken. Okay, jetzt lese ich mal die Themen vor. Watch Dogs, hätte vielleicht nicht jeder mit gerechnet. Metro Last Light, hätte jeder mit gerechnet. Lost Planet 3 und Star Wars von EA, mit den zwei letzten hätte wahrscheinlich niemand mit gerechnet. Aber Metro Last Light war ja jetzt ungefähr die letzten 5, 6 Wochen immer in den Daily News, weil immer so einen Tag von meinen Daily News kommt ein neuer Trailer raus. Die wissen halt, dass ich ganz große Dinge hier mache. Und die sind da wirklich drauf angewiesen. Oh mein Gott, was hab ich getan? Mein PC. Sind da wirklich drauf angewiesen, glaube ich. Daran wird es wohl liegen. Aber naja, kommen wir zu Watch Dogs. Wer hätte es gedacht? Mal wieder ein neuer Trailer. Aber diesmal ein wirklich ziemlich cooler. Ubisoft hat da wieder einen neuen Trailer veröffentlicht. In dem Trailer ist der Creative Director. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Jedenfalls redet er so ein bisschen über das Spiel. Und im Hintergrund sieht man halt das Gameplay. Es sieht extrem geil aus, extrem flüssig und wie das alles übergeht von diesem, boah, ich laufe ein bisschen durch die Stadt und so, wow, ich hacke diese Kamera. Das geht extrem gut und extrem flüssig und es sieht einfach verdammt gut aus und ich glaube wirklich, dass Watch Dogs sowohl auf Gameplay-technischer als auch auf der technischen Ebene das Gaming wirklich revolutionieren könnte. Denn es sieht gut aus, es hat extrem gute Witterungsverhältnisse. Und es spielt sich einfach super, so wie es zumindest aussieht. Und das ist mal was komplett anderes. Und deshalb glaube ich, dass das wirklich ein dickes Ding werden wird. Und ich fände es cool, wenn das auch weitergeführt wird, diese Ideen. Dann kommen wir zu Metro. Eben nicht. Ich werde euch nicht viel zu Metro sagen. Ich habe euch da jetzt jede Woche gesagt, oh, neuer Trailer, über das. Atmosphäre super. Ich habe euch jede Woche das Gleiche gesagt. Diesmal werde ich dir einfach sagen, es ist ein Launch-Trailer. Er ist cool. Schaut ihn euch an. Wenn nicht, egal. Freitag kommt das Spiel raus. Dann kommen wir zu Lost Planet 3. Ja, ganz schön schnell durch heute, ne? Muss gleich ein bisschen Trash-Talk machen. Dann kommen wir zu Lost Planet 3. Auch hier gibt es mal wieder einen komplett kommentierten Trailer, beziehungsweise, das ist ja kein wirklicher Trailer, wenn es ein längeres Gameplay ist. Ein Gameplay-Video, was halt komplett kommentiert ist. Die machen ja eigentlich das, was ich mache. Nur, dass sie das mit Spielen machen, die noch keiner kennt und die, ja, heiß erwartet werden. Heiß erwartet wie der Klimawandel. Aber ist ja auch egal. In dem Trailer wird so ein bisschen auf diese Mechs eingegangen, also diese Robo-Typen-Viecher da. Ja, da wird auch gezeigt, wie so ein thermal betriebener Mech da so rumläuft und man muss ihn beschützen und so. Das ist wirklich ziemlich cool und wer halt auf dieses Zukunftsgedöns steht und wem Lost Planet 1 und 2 schon gefallen haben, der kann da auf jeden Fall zugreifen. So wie ich es mitbekommen habe, sind die Lost Planet-Fans auf jeden Fall schon heiß dabei. Erwarten es wirklich heiß. Und ja, der Release-Termin war eigentlich für den 28. Juni vorgesehen. Jetzt wurde es auf den 27. August verschoben. Woran das liegt, kann man nicht genau sagen. Ich habe mir da auch gar nicht erst sonderliche Berichte durchgelesen, so irgendwelche Statements, so, ja, wir haben leider ein paar technische Schwierigkeiten oder so. Ich denke eher, dass es vielleicht an der Gamescom liegen wird. Wenn man dann noch so eine Demo präsentieren kann, dann werden da auf jeden Fall vielleicht mehr Leute danach zugreifen. Außer natürlich das Spiel und die Demo ist scheiße, dann kaufen sich's weniger Leute. Aber die wollen das bestimmt nochmal als Promoschub nutzen. Auf jeden Fall verständlich, aber das kann ein Grund sein, ich weiß es nicht. Aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann kommen wir zu Star Wars von EA. EA hatte sich ja die Rechte an Star Wars gekauft. Und ja, den ersten neuen Star Wars Titel ist bereits ein Entwicklerstudio gefunden worden. Und zwar ist es DICE LA. DICE hat ja auch Battlefield 3 gemacht, oder generell die Battlefield 3. Und jetzt ist halt ein Studio in LA von DICE. In LA sind ja auch Treyarch und Activision und Infinity Ward, glaube ich, auch. Die sitzen ja auch in LA. Und es wurde in einem Statement von dem Creative Director gesagt, oder vom CEO, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls wurde gesagt, dass es in LA wahrscheinlich, oder womöglich viele Talente gibt. Talente an Entwicklern und die braucht man halt heutzutage für die neuen Spiele. Und die sind sich natürlich auch bewusst, dass die Konkurrenten da ebenfalls in LA sind und dass das bestimmt nicht so, dass das bestimmt seinen Grund hat, dass sie da sind. Und naja, deshalb ist DICE LA jetzt in LA, deshalb heißen sie ja auch DICE LA. Ja, wie der Titel heißen soll, ist noch nicht bekannt. Es wird natürlich so ein bisschen spekuliert, ob es der
angekündigte Titel Star Wars 1313 sein soll, der ja dann wieder abgeblasen wurde, weil ja Star Wars so ein bisschen ja, so eine Downphase hatte, sage ich mal, zumindest LucasArts. Und ja, ob es jetzt Star Wars 1313 heißt oder Star Wars sonst was, rette die Welt mit einem Laserschwert oder einer Poolnudel, weiß niemand, ist ja auch relativ egal, solange es am Ende ein cooles Spiel wird. Wann es rauskommt, weiß natürlich auch noch keiner, es ist eigentlich so gut wie gar nichts bekannt. Die haben ja mal gerade erst ein Entwicklerstudio gefunden, ne? Okay, 5 Minuten mal gerade. Halten wir es kurz. Aber eine Sache muss ich euch noch sagen. Ihr wisst ja, ich bin ein wirklicher Fan von Dr. Pepper. Und ich war echt enttäuscht, als ich heute nach Hause gekommen bin. Ich habe mir nämlich nochmal so einen Karton bestellt. Weil die gibt es bei mir im Supermarkt nicht mehr. Und die ist noch nicht angekommen. Währenddessen begnüge ich mich mit Flaschen. Das ist Kacke aus Flaschen, yo. Das ist viel besser aus Dosen. Aber naja. Ach übrigens, was mir auch aufgefallen ist, der neue Fünfer sieht verdammt scheiße aus, ja. Ach so, natürlich, man hat davon 1000 Stück, 10 Millionen Stück, so wie ich, ja. Weil ich ja durch meinen YouTube-Money, ne, verdiene ich so viel, dass ich mich selbst an dem neuen Fünfer schon satt gesehen habe, ja. Was los? Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn nicht, ist mir egal, gebt einen Daumen hoch, favorisieren, abonnieren auf jeden Fall euren Freunden erzählen, erzählt es euren Pflegern, euren Betreuern, euren Knastaufsehern, euren Parkplatzaufsehern, euren örtlichen Polizisten, eurem Pastor, eurem Pfarrer, eurem städtischen Gesangsverein. Und ich würde sagen, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, ciao.